Jan, du kandidierst für den Gemeinderat hier in Freiburg. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, mich einzubringen. Gerade auf der kommunalen Ebene entscheiden wir schon so viele Sachen. Das hätte ich vorher nicht gedacht, aber ich habe mich letztes Jahr um die Zeit intensiv mit diesem Thema beschäftigt und seitdem plane ich meine Kandidatur. Nadine, wo ist dein Lieblingsort in Freiburg? Bei uns in Zähringen der Fritz-Ginter-Park. Da kann ich richtig abschalten mit meinen Kindern. Welches politische Thema ist dir am wichtigsten? Als Metathema ist es sicher der Klimaschutz, aber das buchstabiert sich ja ganz verschieden aus. Also zum Beispiel in der Verkehrspolitik, dass wir dem Rat den Vorrang geben, aber auch an vielen anderen Stellen. Aber ich würde sagen, Klimaschutz ist generell schon das wichtigste Thema. Nadine, wann war deine erste Demo und wofür oder wogegen? Meine erste Demo war als Schülerin. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, in welchem, also auf jeden Fall vor 98, als ich mein Abi gemacht habe, für die Energiewende bzw. den Atomausstieg. Bier oder Wein? Bier. Man hört es mir vielleicht nicht an, aber ich komme aus Bayern und ich glaube, alles andere wäre jetzt Verrat. Welches Bundesministerium würdest du gerne leiten? Das Verkehrsministerium, weil sich hier in puncto Klimaschutz noch unglaublich viel tun lässt. Also im Verkehrssektor steigen die CO2-Emissionen weiter an und ich glaube, dass man hier unglaublich viel noch tun kann, damit Deutschland insgesamt lebenswerter wird, weil einfach der Verkehrssektor auch dazu führt, dass wir in vielen Städten Stau, Lärm und Gestank haben und hier ist noch sehr viel Luft nach oben. Facebook oder Instagram? Also die Diskussionskultur auf Facebook gefällt mir nicht so richtig. Es hat schon Vorteile, aber tendenziell müsste man da noch besser moderieren. Also auch vom Unternehmen verlangen, dass sie besser moderieren. Auf Instagram läuft es ein bisschen besser, wobei da quasi keine Diskussionskultur herrscht. Das heißt, ich würde mir eigentlich was anderes wünschen, wo eine ordentliche Diskussionskultur herrscht und der Fokus auf Bilder nicht ganz so stark ist. Welche Kultureinrichtung in Freiburg magst du besonders? Das Marienbad-Theater, ich finde, die machen tolle kulturelle Bildung und ich habe selbst als Kind schon die Vorstellungen geliebt und jetzt mit meinen Kindern auch. Welche Initiativen in Freiburg haben deine Unterstützung? Ich bin hier in Freiburg zum Beispiel bei der Gewerkschaftsjugend, weil ich einfach finde, man muss die Leute möglichst früh auch für ihre ArbeitnehmerInnenrechte sensibilisieren. Außerdem bin ich bei Care Revolution, wo es darum geht, die Sorgearbeit an sich ins Zentrum zu rücken. Weil es geht nicht, dass wir die unbezahlte Sorgearbeit immer hinten runterfallen lassen, weil das ein zentraler Teil ist, die Gesellschaft am Laufen hält. Außerdem bin ich im Förderverein der Eisvögel, weil ich es ein bisschen eine Schande finde, dass wir es in Südbaden generell nicht schaffen, unsere erstklassigen und zweitklassigen Frauenmannschaften mit ordentlichen Sponsoren auszustatten. Fürs Stadtjubiläum wünsche ich mir einen autofreien Dreisam-Boulevard, dass wir einfach mal für ein paar Tage testen, was es heißt, die Stadt am Fluss erlebbar zu machen. Also, dass wir die B31 sperren und da coole Aktionen machen, um einfach perspektivisch auch mal vielleicht eine autofreie Stadt ganz konkret erlebbar zu machen.